Hallo Leute, mein Name ist Sozial Enzog und willkommen zurück zu Mario Kart 64. Ja, das Mario Kart, was bisher am schlechtesten abgeschnitten hat. Der entweder zweite oder letzte Part, je nachdem, ob ich noch einen Battle Part hinkriege. Und ja, die Tatsache ist, irgendwie fühle ich mich zurückgesetzt an den Start. Früher habe ich immer nämlich eigentlich mehr Videos als Livestreams gemacht und jetzt ist es halt so aufgrund der momentanen Situation. Aber ich hoffe, sie gefallen euch trotzdem. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes und jetzt starten wir mit den anderen zwei Cups, die noch übrig sind. Und nehmen die Fahrer, die wir damals nicht genommen haben. In diesem Fall Wario und Bowser. Bin kein Wario-Fan. Aber das passt auch. Hier ist das Wario Stadium. Es ist, kommt der Stern-Cup. Und nur zur Info, hinter den Kulissen tue ich schon mein Bestes, die Probleme endlich zu besiegen. Allerdings kann ich nicht mehr tun, als möglich ist. Also bitte zeigt Verständnis. Wie auch immer, freue ich mich über jeden Support, den ich bekomme. Besonders jetzt, wo es diese Probleme gibt. Ein kurzer Sinn, es geht weiter in der Wario Arena. Ich glaube sogar ein bisschen, die ist der Vorgänger von der Wario Arena vom DS gewesen. Auch überall mit diesem Mario Giant Head, den man unter anderem aus Creepypasta kennt. Oder aus Nintendo Retro-Werbungen. Hä? Wo bin ich jetzt rüber gestolpert? Da waren doch nicht mal eine Banane. Keine Ahnung. Oh, das ging jetzt nach hinten los, der Angriff auf DK. Übrigens habe ich auch was Interessantes über diese Bildschirme erfahren, nämlich die funktionieren nach Player-Ansicht. Und sollte man die Kamera frei bewegen, dann spielen die komplett verrückt. Das gleiche funktioniert auch bei den anderen Bildschirmen im Spiel. Warum habe ich noch die Bananen, wenn ich einen Turbo-Pilz habe? Ganz ehrlich. Hier ist ein Fake-Block. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Bin schon oft genug. Toad ist ganz vorne. Bisher sind wir immer nur Dritter geworden, auch wenn wir eigentlich bei den letzten Rennen Letzter geworden wären. Okay, wir haben Toad überholt. Oh, der kriegt ein Item, der kriegt ein zusätzliches Item. Ich aber hab's verfehlt. Ach so, die Bananen fliegen irgendwie hin. Dann hat mich wohl vorhin eine Banane erwischt. Hallo Toad. Gibt es hier sowas wie Windschatten? Den DK habe ich ausgetrickst. Der Banane. Der Toad hat mich überholt. Und hier sind noch die ganzen Bananen von mir. Und ich habe meine letzte Abwehr aus Versehen weggeschossen. Ja, meine allerletzte. Ich muss Windschatten aufnehmen. Das sind noch über die Bananen, die ich verteilt habe. Komm schon, die Stage gehört offiziell mir. Yes! Halt, das war nicht die letzte Runde. Zu früh gefreut. Jetzt klaut er mir auch noch das Item. Hier gibt keine Itemboxen in diesem Spiel. Oh, Backe. Der war ein Fehler. Der war ein Fehler. Thank you.
Fake Block. Da falle ich inzwischen nicht mehr drauf rein. Uhuhu. Wie leisten das nach? Ich dusse, hab vergessen, den Controller seit dem letzten Mal zu laden. Wenn jetzt mit drin ausgeht, habe ich natürlich die absolute Hinterkarte gezogen. Ah, jetzt hat die Hitbox noch gezählt. Ich muss schnell die anderen überholen, sonst habe ich ein Problem. Ich muss mindestens in den Top 4 sein, um eine Chance auf eine Fortsetzung zu bekommen. Yoshi! 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 Als ob kein einziger der Roten getroffen hat. Das war eine knappe Nummer. Naja, man kann hier mal Glück haben. Damit sind wir leider jetzt erstmal der vierte Platz. Aber solange wir in den Top 4 sind, schaffen wir den Cup und damit ist es abgeschlossen. Star Cup. Oh, ich glaube, ich kann mich noch grob an die Stage erinnern. Die hatte ich bei End, beim Mitfahren. In einem seiner Streams und... Oh Junge, die ist echt rutschig und voller N64-Pinguine. Dabei habe ich das Pinguin-Baby nicht die Klippe runtergeworfen. Damals in Mario 64. Weil hier sind schon überall wieder Bananen. Hat DK während der Fahrt gegessen? Dabei heißt es doch kein Essen im Auto. Ach, Plitzplatt, Pinguin mal anders. Tschüssi alle. Pinguine werden aber dabei nicht geblitzt. Ja, Peach konnte mir ja jetzt auch nicht mehr entkommen. Hier kann der kleinste Fehler schon alles kosten, tatsächlich. Bei dieser Stage. Wie zum Beispiel ein watschender Pinguin. Dabei mag ich eigentlich Pinguine tatsächlich. Ich mag die Tiere. Okay, mich und DK hat es einfach beide getroffen. Oder er wurde von der meiner Roten getroffen und ich die Banane. Ich glaube, das zweite war eher das Richtige. Ja, wir hatten ja schon im ersten Part diese interessanten Hitboxen. Als Überschrift. Und ja, Déjà-vu. Yes, wir werden Erster. Woo! Erster, sehr gut. Und ich gehe einmal Eisbaden. Stimmt, wenn man hier ins Eiswasser fährt, wird man eingefroren. Stimmt, ja. Damit steige ich weiter hoch und im Moment bin ich auf Platz 2. Das heißt, ich habe sogar noch eine Chance für einen besseren Platz. Das auf einer Strecke, die wortwörtlich aus Eis ist. Weiter geht's. Ich versuche eine Abkürzung zu nehmen. War nicht gerade die beste Idee. Die Strecke nicht ganz genau. Obwohl, die kommt mir so bekannt vor. Ist das die von Mario Kart 8 Deluxe? Ja, das ist Peach Castle von Mario Kart 8 Deluxe, nur in der Version. Hier findet auch die Siegerehrung statt.
Peach Piste heißt sie dort. Oder königliche Piste. Ach ja, stimmt. Wenn man hier sofort auf Speed drückt, bleibt er hängen. Auch so ein dummes Feature dieses Spieles. Aber jedes Mario Kart ist halt anders. Die ersten Deluxe sind allerdings immer noch die besten ihrer Serie. Oh, blub, blub, da gehe ich schon wieder baden. Ja, Lakito, ich weiß, Wario ist dick. Aber wirklich, du müsstest doch solche Hebungen gewohnt sein. Du hebst immerhin komplette Go-Karts hoch. Und Bowser ist sogar, glaube ich, ein bisschen schwerer als Wario. Aber das hat gar nichts mit seiner Ernährung zu tun, sondern einfach nur wegen seinem Panzer. Der zusätzlich drauf wiegt. Jetzt springe ich auch noch wie ein Flummi. Das war jetzt mal wieder ein komischer Bumm. Ach, hier kann man Bäume hochjagen. Man kann Bäume hochjagen, aber keine anderen Sachen. Oder so. Man kann Bäume hochjagen, aber keine LKWs mit einem Stern. Alles klar. Jetzt ab in den Schlossgraben. Wenigstens behalte ich mein Item. Oh, hier sind überall Bananen, 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 Bananen. Ach, das ist auch schon die letzte Runde. Oh nein, ich muss es irgendwie schaffen, noch mindestens den vierten zu erreichen. Damit verliere ich ja meine Platzierung, aber was soll's. Oh, Blitz, perfekt, perfekt. Yoshi ist gerade platt gefahren worden, das ist auch sehr gut. Jetzt wird ein bisschen gehopst wieder. Die Panzer nehme ich als Schutz. Feuer ab! Ach, zu spät. Ich hätte noch Yoshi vielleicht kriegen können. Hey, Dritter. Damit steige ich nicht runter zum Glück, aber ich muss mindestens den zweiten erreichen, um noch auf dem zweiten zu bleiben. Das Finale ist in Bowser's Castle. Ich glaube, das war dieses Castle mit dem grünen Wurm, von dem ich mal ein Mysterien-Video gesehen habe. Ich habe mir mal ein Video davon angesehen. Ja, das ist der grüne Wurm. Und einfach die Hälfte aller Fahrer ist gegen die Wurms geknallt. Vielleicht habe ich es ja noch abgespeichert. Wie alle gegen die Wurms knallen. Wow! Banana! Na, wenigstens hat Bowser die mir weggenommen. Was ist denn hier los in diesem Castle? Diese Wurms sind mies. Und ja, wer hat die heiße Wanne gemacht? Yep. 1er Start. Von allem hier sind auch noch die Bowsers gerade auf den Bildern gewesen. Die stammten noch aus Mario Bros. 1. Wenn ich richtig liege. Oder dem Anime-Film. Ja, dem Anime-Film. Es gab einen Anime-Film von Mario Bros. Der erschien nur in Japan. Allerdings gibt es auch eine deutsche bzw. englische Übersetzung per YouTube. Falls der Film noch verfügbar ist, nicht inzwischen runtergenommen wurde. Kann ich die Wurms zerstören? Ja, ich kann! Ich dachte eigentlich, die fliegen dann weg, aber nee, die werden wortwörtlich zerstört. Hey, wenigstens habe ich noch ein Item. Wieder so ein blauer Freund.
Und der nützt mir gar nichts. Oh, ich bin so weit hinten. Ja, das Rennen muss ich wiederholen, leider. Das Rennen muss ich wiederholen. Was ich schade finde, ist, dass man das Rennen auch beenden muss. Statt dass es beendet wird, wenn man letzter automatisch ist. Oh, Mama Mia. Nein! Oh, Backe. Die haben mich überrundet. Ich dachte, sowas geht nur im Babypark. Die haben mich offiziell überrundet. Ich kann die nicht mehr einholen. Der Staat hat so viel entschieden hier. Mit den Worms. Ich komme wieder nicht durch die Worms. Die Worms sind hier grausam. Und dort wird Ford wirklich zum Pfannkuchen verarbeitet. Wow. Jetzt überrundet mich auch Toad. Die müssen eigentlich gar nicht mehr fahren. Die sind schon fertig. Das meinte ich mit, dass man letzter ist und trotzdem das Rennen nicht beendet. Jetzt kommt DK wieder. Ja. Hat die mich nochmal überrundet oder ist das erst wieder eine ist es dieselbe Überrundung? Ja. Eieieiei. Was soll ich dazu noch sagen? Wir müssen retryen. Aufgrund der Bedingungen dieses Spiels. Aber diese Wurm-Szene am Anfang war ja auch schon entscheidend. Ich glaube, dieses Castle ist wohl das gemeinste bisher. Natürlich kommen die Worms jetzt genau dahin. Für die Wurmpassage bräuchte man eigentlich immer einen Stern. Und ich krieg kein Item. Yippie-yay. In die Top 4 schaffen. Schon wieder diese Worms. Wie mies. An den Worms bleiben so viele hängen. Egal ob CPU oder Spieler. Die Strecke ist die Hölle. Kann ich wieder einen Stern bekommen? Ich will die Worms zerstören. Wie viele Worms hat er eigentlich Bowser? Die immer wieder ersetzt werden können. Heißes Bad. Könnte auch das lasse ich das. Den Scherz. Wollte das gerade mit Chaos Bot vergleichen. Aber mir fiel keine passende Wortkombination ein. Psycho würde sich freuen über sowas. Au. Ja, sie überrunden mich gleich wieder. Die überrunden mich gleich wieder. Das darf doch nicht wahr sein.
Wurden die jetzt überhaupt geblitzt? Wer weiß. Diese zwei Worms. Die Batterie lässt jetzt nach. Ich weiß, dass sie nachlässt. Wie es aussieht, muss ich das Ganze wohl splitten, denn anscheinend kommen wir nicht durch diesen Cup einfach so. Aber ich habe gesagt, wir packen zwei jeweils zusammen, also ja, machen wir das auch. Normalerweise sollte man auch nicht überall dranhängen bleiben. Diese Stage ist ja wirklich schwer. Ich mache noch einen Versuch auf der Stage. Sollte mich wieder überrunden, breche ich diese Cup ab, denn ja, alle Strecken haben wir offiziell, also muss ich sie nicht unbedingt schaffen. Gerade eine Akupur von Bowser's Shell bekommen, alles klar. Bleibt weg, ihr Worms. Ich hab mal endlich durchgeschafft. Hab ich mich gerade an der Wand verbrannt? Das ging jetzt nach hinten los. Da dreh dich schon. Also Luigi stand vor mir und der Rote verfehlt. Alles klar. Nein, 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 nein. Schon, komm schon. Ja, genau. Die Banane. Genau jetzt. Wenigstens weiß ich jetzt inzwischen, wie man halbwegs dem Worms entkommt. Sagte ich und werd getroffen. Typisch. Oh, durch die Pilze einmal durchgekommen. Die Worms sind halt das Gefährlichste in dieser Stage. Sagte ich. Und natürlich Lava. Wir können bald ein Wario Barbecue veranstalten. Obwohl, das würde er niemals bezahlen. Yep. Damit ist es offiziell. Wir haben verloren. Aber naja, es wird wohl niemals mein Lieblingsteil werden, dieses Mario Kart. Wirbins ins Ziel. Na wenigstens haben die uns diesmal nicht überrundet. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Quit. Gut, ein Cup müssen wir uns noch antun, sage ich jetzt diesmal mit Absicht. Wir nehmen Bowser, weil ich den damals im Haupt-Let's Play von DS nicht genommen habe.
Und wir haben noch 4 Strecken, darunter eine Rainbow Road. Ich werde Rainbow Road nur einen Versuch geben, denn es ist immerhin eine Rainbow Road. Und ja. Dann wollen wir mal. Ich glaube, die Stage gab es wieder in Mario Kart Wii. So kommt es mir nämlich vor. Ich erinnere mich da noch an einen Domtendo-Clip mit dem Hacker. Wohin fliegst du denn, Bowser? Was? Was wirft mich da ab? Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist das? Hä? Was wirft mich ab? Wurde ich gar von Lavakugeln abgeworfen? Sahen zumindest... Au. Nee, das sind Kokosnüsse. Glaube ich. Ja, ich werde mit Kokosnüssen abgeworfen. Wer wirft hier mit Kokosnüssen? Wer wirft hier mit Kokosnüssen? Oh mein. Ich häng fest. Jetzt nicht mehr, aber ich hing zu lange fest. Anscheinend werden je weiter das Spiel gespielt wird, die Strecken immer schlimmer. Ich mich frage, kommt der blaue Freund überhaupt mal an? Wo fliegst du, Bowser? Baden? Würde ich mal so spontan sagen. Schon werde ich wieder mit Kokosnüssen abgeworfen. Was wirft mich hier mit Kokosnüssen ab? Die Affen? Wenn die Affen, welche Affen? Ja, irgendwie bin ich auf der Brücke gelandet. Ich bin froh darüber. Reverse? Was reverse? Wie reverse? Okay, irgendwie habe ich mich gerade im Kreise gedreht. Diese Affen! Was ist das hier für ein Affentheater? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss es irgendwie schaffen. Jetzt geht das Affentheater schon wieder los. Ich komme die Brücke, da muss ich aufpassen, Den Pilz bin ich irgendwie drauf gekommen. Jetzt muss ich irgendwie nur nach oben. Yes! Glück gehabt! Den ersten hätten wir. Aber was ist denn heute mit den NPCs hier los? Also den CPUs, die hier ihren Job machen. Werfen mich mit Sachen ab, Womps. Bringen das Chaos. Eieieiei. Und ich werde gerade von Peach hinten angegriffen. So viel zu Peach kann sich nicht wehren. Der nächste ist der Yoshi Belly. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Bug? Wo sind die Fahrer hin? Wenn man driften könnte, wäre diese Stage 1A, aber ich kann nicht driften, also bringt das nichts. Was ist mit den Fahrern los? Was ist das denn für ein Bug? Als ob bei diesem kleinen Let's Play wieder ein Glitch auftaucht. Ja. Willkommen auf meinem Kanal. Glitches sind hier eigentlich normal. Ich finde immer irgendwas Dummes.
Und hier sind kaum Zäune. Wie soll man das ohne Driften schaffen? Und wer driftet, ist hier sowas von tot. Eigentlich ist Yoshi-Tal eine meiner Strecken, die ich in Mario Kart Deluxe extrem mag. Hier im Original ist sie grausam. Ich habe immer noch einen Stern im Besitz. Was zum Teufel? Wo kommen diese Sonic Black Igel her? Statt Bomben liegen hier jetzt Igel. Was ist denn heute mit den NPCs los? Wir sehen nicht mal die Platzierungen, weil die verbuggt sind. Uiuiuiuiuiuiui. Ich habe so das schlimme Befürchten, dass sie mich gleich wieder überrunden werden. Ist hier mein Murphy irgendwo? Anders könnte ich es mir nicht erklären. Die Panzer erreichen niemals ihr Ziel. Warte, hat mich gerade mein Panzer überrundet? Jetzt hält sie wenigstens ein bisschen auf. Lol, ich dachte, ich hätte die schon längst verloren, aber jetzt habe ich anscheinend DK überholt. Ich weiß ja nicht, wie die Platzierungen sind, ob die mich überrundet haben oder sowas. Denn die Anzeigen sind kaputt. Wie viele Blitze kriege ich denn da jetzt auf einmal? Was ist hier los? Eieiei. Ach, jetzt gegen Ende funktioniert die Leiste wieder. Aber das nützt nichts. Und die Sicht ist verbuggt. Was war das für eine Runde? What the beep? Yippieyei, ich hab das Spiel wieder mal zerstört. Ich weiß schon, wie ich den Part nenne. Ich zerstöre das Spiel und es zerstört dafür mich. Und die Anzeige ist schon wieder verpackt. Ich glaube nicht, dass das hier eine Feature in diesem Bereich ist. Ich muss auf gut Glück fahren und hoffen, dass mich nicht zu viele überholen. Und jetzt, nein! Eieieiei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß ja auch nicht genau, welcher Weg jetzt der schnellste ist und welcher nicht. Das ist ja verschieden. Turbopilz habe ich jetzt auch noch. Bin ich wieder unten oder was ist los? Oder weshalb bekomme ich einen Turbopilz? Diese dumme Nicht-Sofort-Starten-Funktion. Ja. Dieser Teil ist eindeutig nicht mein Lieblingsteil und es fragt mich, ob ich mir die Kampfarenen noch antue. Obwohl der Kampfmodus eigentlich sehr witzig ist, wenn man ihn mit anderen spielt. Ansonsten... Oh
Banana. Mit einer interessanten Hitbox mal wieder. Ich weiß ja nicht mal, wo die anderen sind. Ich krieg schon wieder einen Blitz. Stern. Er war tot. Wieder ein Blitz. Bowser wird zum Pikachu. Komm schon, das ist die letzte Runde. Ich muss das irgendwie schaffen. Ich muss es irgendwie schaffen. Ai. Bring mir Glück. Banana! Ach, jetzt, wenn die ins Ziel kommen, werden die Platzierungen klar. Nein, Mario, nein, Mario. Boah, endlich ist der Albtraum vorbei. Was ist das für eine Höllenstage? Auf den Lachs mag ich die, aber hier ist sie die Hölle. Also entweder ist das ein Feature oder ein Glitch, keine Ahnung. Aber hier buggt es eindeutig. Oh, die kenne ich von DS. Aber wie spielt sie sich hier? Von allem mit den Fledermäusen als Hitbox. Greifen die dann auch an? Ringbombola gebe ich nur einen Versuch. Nur zur Info. Ich tue mir nicht die Ringbombola an. Da ist schon wieder dieser Schieb-Schieb. Boos. Damals in N64 Style. Keine PNGs. Oder doch PNGs. Nur 3D-Format. Wie ich dieses Feature liebe. Ja, Bowser. Schwimmflügel wären vielleicht angebracht. So oft wie du ins Wasser fällst. Na, wenigstens funktionieren hier wieder alle Leisten und so. Oh weia, wie sehen denn hier die Fledermäuse aus? Wie gesagt, sind auch ganz anders von der Version, die ich kenne. Muss die einholen irgendwie und den Platz mir schnappen. Aber wie hole ich bitte schon die ein? Brauche ich ein Wunder oder wieder eine Ladung Blitze? Blauer tut's auch ein bisschen. Aber nicht so effektiv wie Blitze oder so. Nehme ich lieber das Gas ein bisschen weg. Denn selbst mit einem Stern kann man hier runterfallen, wollte ich sagen. Aber da ist es schon passiert. Selbstverständlich kein Item. Dieser Cup geht mir irgendwie vollkommen auf den Geist. Und ja, das habe ich mit Absicht so formuliert. Ja, eindeutig. Oh, Banana. Wenn ich jetzt wieder mit dem Stern darunter falle, dann wird's langsam lächerlich, wollte ich sagen. Yep, ich wurde überrundet. Ich wurde überrundet und ich muss diesen Cup noch schaffen, um wenig die Rundbilder zu betreten. Junge, ich glaube, den Battle-Modus werde ich nur machen, wenn ich drei weitere finde, die sich bereit erklären, sich das mit mir anzutun.
Eieieiei, dieses Spiel. Dann auch noch diese gigantische Schieb-Schieb. Was habe ich jetzt wieder getroffen? Auf dieser Stage braucht man wirklich Schwimmflügel. Hallo Yoshi. Ebenfalls Bahn gegangen? Yep, da geht er gleich noch eine zweite Runde. Nee, diesmal nicht. Diesmal dort nicht. Ich hatte auch keinen Stern, also warum hätte ich da runterfallen sollen? Ah, Banana! Oh Mann. So oft wie ich jetzt schon Banane gesagt habe, könnte ich mich fast schon bei DK Cartoon melden, oder was ist los? Ja, die Witze da waren schlecht. Tatsache ist allerdings, dass dieses Cup mir vollkommen auf den Geist geht und ich ihn beenden möchte. Jetzt habe ich wieder einen Stern. Wehe, du fällst runter. Wehe, du fällst runter. Du fällst nicht runter. An der Stelle. Ist nicht die Stelle. Ist nicht die Stelle. Blitz. Das ist wohl die Stage, in der der Blitz am besten passt. Ekotechnik. Aber für mich sieht der Blitz eher aus wie eine Flashbang. Der blaue ist am Zaun zersprungen. Ich habe auch bisher als erster noch nie einen blauen abbekommen. Also in diesem Game sind sie wohl sehr inattentiv. Die blauen Freunde. Gut, dass ich vom Gas gerade genommen habe. Komm schon. Nicht diesen Wario. Ich muss es irgendwie schaffen. Irgendwie. Boost, geht mir nicht auf den Geist. Lass mich durch. Yes. Der Albtraum ist zu Ende. Zumindest fast. Einmal Ringbong-Bulla müssen wir uns höchstens antun. Nämlich die werde ich nicht mehrmals versuchen. Es ist der Ringbong-Bulla. Und ich habe schlechte Erfahrungen mit Ringbong-Bullas. Ja, das ist wohl bisher der schlechteste Abschnitt vom kompletten Let's Play. Aber was soll ich machen, wenn ich vom Spiel wortwörtlich auseinandergenommen werde? Bisher, bis auf diese Stage, waren überall NPCs da. Ich glaube, ich kenne die Regenbombe da. Ja, die gibt's auch bei Mario Kart Deluxe. Aus allem bin ich kein Fan vom Regenbombe. Who lets the dogs out? Ach stimmt, ich erinnere mich. Oh, bei End. Wir sind auf der Strecke gefahren und ganz am Ende hat mich einer dieser Hunde gegessen und mich nach ganz hinten befördert. Das war so bitter, als würde man in die Zitrone beißen. Warum fressen sich auch hier Kettenhunde durch einen Regenbogen? Ich habe schon Pink Fluffy Unicorns auf Regenbogen gesehen, aber doch noch keine Kettenhunde. Also in gewisser Weise schon, denn ich bin schon mal auf der Strecke gefahren, aber naja. Und ihr kriegt natürlich keine Items. Hier ist der Giant Wario Head.
Rainbow Bolas sind dafür bekannt, dass gegen Ende alles passieren kann, also volle Vorsicht geboten. Habe ich gerade den Kettenhund einfach nur durchgefahren oder auch zerlegt wie den Wump? Ja, hier ist es komisch. Bäume fliegen, aber Autos nicht beim Stern. Wump zerbrechen, aber Kettenhunde fliegen nicht irgendwie weg. Die Entwickler wussten nicht, was fliegen soll und was schon. Vor allem in den meisten Spielen sind Bäume auch noch unbesiegbar. Ironischerweise. Da ist das stärkste Material einfach Holz. Ach, Banana. Da kommt noch mehr. Es gibt keinen Grund zu jubeln, gegen Ende kann alles kommen. Wie zum Beispiel ein Kettenhund. Aber glücklicherweise hat Peach den ja für mich abgefangen. Wenn man von ihr spricht. Au! Okay, okay. Karma. Das war wohl Karma. So, Peach wieder getroffen. Ich krieg nur die Grünen. Naja, besser als gar nichts. Wie man so schön sagt. Na, who lets the dogs out again? Ich glaube, in der Deluxe-Version wurde die Strecke extrem gekürzt. Hat jemand eine Banane von der anderen Seite rübergeworfen? Habe ich mich gerade mit meinem eigenen Grünen getroffen? Ich glaube, selbst wenn ich diesmal Erster werde, werde ich nicht mehr am Platz hochkommen werden. Komm. Ach, die ganze Sache bringt mich schon so durcheinander, dass ich nicht mal sprechen kann. Es kommt auch noch Luigi. Tschüss, Luigi. Aha! Regenbombola Zweiter. Das ist wirklich sehr gut. Für eine Regenbombola. Also entweder wurden die anderen komplett von Kettenhunden auseinandergenommen oder ich hatte nur einfach zum Ende Glück oder das Spiel Mitleid. Tatsache ist, ich bin ganz letzter. Nein! Ich bin zusammen mit Toad Dritter? Wie wird das jetzt per Siegerehrung gezählt? Jetzt Toad oder ich? Toad und ich sind ja beide Dritter. Hä? Da hinten steht Toad.
Aber er ist doch auch Dritter. Was ist das denn? Wie unfair ist das denn? Toad ist doch genau mit wie ich auch Dritter. Komisch. Aber schon noch Wunder, dass wir überhaupt den Dritten erreicht haben. Nach der Nummer. Das Spiel hat uns ja wortwörtlich zerstört. Ja, und damit bin ich froh, dass die Nummer zu Ende ist. Damit bedanke ich mich für... Oh, die Credits kommen noch. Ja, dann spielen wir kurz die Credits ab. Ja, Fazit ist, wenn ihr ein Mario Kart spielen wollt, nehmt den Lachs. Das hier ist die reine Hölle mit der Steuerung und Co. Es war doch ein Yoshi. Besonders die Stage. Ja, ihr Programmierer hat echt einen guten Job gemacht, in Anführungszeichen, so wie die Hitboxen waren. Ja, ich kann gar nichts dazu sagen, außer... dass ich mich auf die neuen Strecken in Mario Kart Deluxe freue und dieses Spiel am liebsten so schnell wie möglich vergessen möchte. Es kommt auf jeden Fall auf die Liste der Spiele, die ich bereut habe, gespielt zu haben. Auch wenn es natürlich für spätere Mario Karts ein paar schöne Strecken eingebaut hat. Allerdings aufgrund der ganzen Steuerung ruiniert es das. Natürlich den ganzen seltsamen Hitboxen. Was ich ein bisschen schade auch hier in den Credits finde, ist, dass nur einfach die Stages gezeigt werden und nicht irgendwie noch Fahrer, die vorbeifahren und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen, nun ja, billig gemacht. Wenn man so andere Mario Karts vergleicht. Okay, das war ja mal komisch da unten. Ja, und zum Finale das Peach Castle auf der Strecke. Sand! Ja, Sand! Ich glaube, ich werde mir den dritten Part nicht mal antun. Außer wenn ich vier Personen finde, die mir das antun wollen. Ja, Sand! Sand! Abspeichern und fertig ist. Das ist das Ende. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen, bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.